So, ja, dann gehen wir mal zurück zu Lyufina. Haben wir noch Sperrgebiet? Kann man ja mal probieren. Ruhe! Das ist das größte Langhaus, was ich in dem Spiel gesehen habe bisher. Ich weiß nicht, ob das täuscht. Aber das ist allein hier draußen schon so riesig. So groß ist meins nicht, ne? Nee. Meins ist viel kleiner. Glaube ich. Was hast du zu berichten? Das Licht der Feuerprobe ist erloschen. Es war die Äbtissin von Jofavik, Ingeborg. Bei den Göttern, das hätte ich nie gedacht. Kennt die Macht des Ordens keine Grenzen? Nein, und oft sind es diejenigen, die wir am wenigsten verdächtigen, die seine Ziele verwirklichen. Die Äbtissin wollte alle christlichen Texte in der Stadt vernichten, ihre Ideale aus Jofavik vertreiben. Sie sagte etwas, das mir im Gedächtnis geblieben ist. Einer der vier ist unser. Vier? Aber es gibt nur drei Ziele in Jofavik. Haben wir etwas übersehen? Verdammte Pikten! Reicht es nicht, dass sie den Orden halten? Jetzt laufen sie auch noch in unseren Landen ungehindert herum. Jör sagt, wir hätten Speer auf ihrem Boden. Unter dem Boden. Nur einer kehrte zurück. Geprügelt und geschunden. Möge die Mutter sie zu sich nehmen. Jofina, hast du einen Moment? Bring Jör mit, sollte er in der Nähe sein. Ich bin sofort bei dir, Herr. Ein wertvolles Siegel und ein Rätsel. Einer der vier ist unser. Naja. Einer der vier. Rixige, Faravid, Audun und... Hör, die vier Mitglieder des Rats. Wir sollten sofort ihre Räumlichkeiten durchsuchen, während sie mit dem Julfest beschäftigt sind. Ja. Ja. Komm, zum Archiv. Schon wieder zum Archiv. Habe ich etwas übersehen? Das werden wir früh genug erfahren. Warte mal, jetzt will ich erstmal kurz hier gucken. Ich habe hier einen Haufen Zeug. Das geht mal wieder so gut. Ingeborg. Der Zunder. Bei einem Wasserfall. Na gut, du musst da nicht da rumstehen, ne? Halt. Da ist doch noch was, oder? Nee. Langsam Hunger hier, ey. Soll das nächste Mal Form aufnehmen, essen. Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich mit den Fertigkeiten anfangen soll. Also ich mache jetzt einfach mal so. Ich gehe wieder hier. Wir machen jetzt gelb, dann machen wir rot und dann blau andersrum, als wie wir den Weg hier hingegangen sind. Alles andere ist doch sinnlos. So, weiter geht's. Oh, sorry. Hallo, lauf doch mal da runter. Das Zimmer zu linken. Dort haben die Ratsmitglieder.
Die kenne ich. Waffen und Vorräte. Genug für einen kleinen Haufen Kämpfer. Kaum genug für Halfdans Armee. Das könnte der Grund sein, warum Faravid mehr Silber vom Rat fordert. Eine Liste mit Waren, die Jofavik für das Julfest benötigt. Das ist Audons Handschrift. Einiges ist durchgestrichen. Woher nahm er die Mittel für solche Anschaffungen? Audon hat viele Verbindungen. Ein Wachsiegel. Es ähnelt dem aus der Kloake. Das Siegel, das du der Nadel abnahmst. Auf dem Boden sind Kratzspuren. Ja, das ist mir schon klar. Hjörs Tisch stand mal an der anderen Wand. Genau, hier waren vorhin ja noch die... Guck doch einfach, was dahinter ist. Weil hier waren erst die Weinfässer. Eine Geheimtür. Wo sie wohl hinführt? Bewache die Tür. Dieser Tisch sieht also aus, ganz, als wäre er hier hinbewegt worden. Also, Geheimtür, ne? Ich weiß nicht. Lass uns weitersuchen. Hier wurde Wein gelagert. Wer noch wegbrachte, war in großer Eile. Hier. Eine Ladung Wein wurde hier weggebracht und der Raum riecht nach Mandeln. Vielleicht ist der Wein vergiftet worden. Vermutlich der Wein für das Julfest. Glaubst du etwa, dass eines der Ratsmitglieder vorhat, alle Gäste zu töten? Es sieht so aus. Er ist es nicht. Nicht mein Hjör. Er würde das niemals tun, er... Reiß dich zusammen. Sobald wir alle Fakten haben, können wir über Hjör nachdenken. Jetzt müssen wir erstmal zum Julfest. Die Menschen dort schweben in Gefahr. Du hast recht. Zum römischen Amphitheater. Gehen wir. So. Ja, genau aus dem Weg, Mann. Da vorne ist ja schon. Ich weiß, wie sowas aussieht. Hatten die echt in England so viele von den Amphitheatern gebaut? Also hier gibt es nicht gerade wenig. Da habe ich ja tatsächlich noch eine Schatztruhe vergessen. Geil. Da unten ist jemand zum Sprechen. Bestimmt Lufina. Ja. Siehst du den Wein? Nein. Dann haben wir noch Zeit. Der gesamte Rat ist anwesend. Jeder von ihnen könnte die Kammer sein. Halt Ausschau nach dem Wein. Ich spreche derweil mit den Ratsmitgliedern. Vielleicht verfangen sie sich in einer Lüge. Auch Hjör? Auch Hjör. Wenn er die Kammer ist, dann werde ich sicher nicht zulassen, dass ihr hier alle tötet. Jofina. Ich hab verstanden. Aber versprich mir eins. Rede mit mir, bevor du zuschlägst. Versprochen. Dann rede ich mal mit den Ratsmitgliedern. Ich erwähne den... Faravid! Auf ein Wort! Ränge! Wenn du mit mir kämpfen willst, lautet die Antwort ja. Jemanden wie dich könnten wir gegen die Pikten brauchen. Du darfst mich bitten, aber ich wähle meine Seite mit Bedacht. Trinkst du gern? Ha! Wenn das eine Herausforderung ist, nehme ich an. Sehr gut. Ich werde gleich mit Wein zurückkommen. Wein? Ach komm, wir trinken lieber Ale. Dann haben wir länger Spaß dabei, gemeinsam betrunken zu werden. Ich erwähne den Wein und achte auf ihre Reaktion. Vielleicht führt mich das zur Kammer. Okay, der will keinen Wein trinken. Anscheinend hast du ja doch Geld gefunden, um das Fest abhalten zu können. Du bist sicher glücklich. Da untertreibst du. Sieh nur, ich hätte mir keinen größeren Erfolg wünschen können. Bald wird das Festmahl aufgetragen und all diese Leute erhalten, was sie verdienen. Darauf sollten wir anstoßen. Ich hole uns etwas Wein. Nein, nein, ich darf nicht sündigen. Der Wein ist für die Bewohner Jofoviks.
Aber trink du nur, sobald er ankommt. Okay, ist ein bisschen verdächtiger. Weil er jetzt absolut gar nichts trinken will. Der andere mag vielleicht wirklich keinen Wein. Sir, wer war das? Da bist du ja. Ich war schon in Sorge. Dazu besteht kein Grund. Wir haben die Kammer hierher verfolgt. Er gehört zum Rat. Bist du sicher? Ja. Sobald ich weiß, wer es ist, bohre ich ihm meine Klinge ins Herz und beende die Sache. Bis dahin ist es wichtig, dass ich keinen Argwohn mit meinen Nachforschungen errege. Ich brauche deine Hilfe. Natürlich. Was soll ich für dich tun? Biss auf dich so schnell du kannst. Was? Wieso? Ich brauche eine Ablenkung. Der Wein sollte bald ankommen. Trink 3 volle Becher und dann beginn mit dem Schauspiel. Das kann ich mir nicht leisten. Du musst eine andere Lösung finden. Tu's einfach. Ich werde das Silber in den nächsten Tagen haben. Vielen Dank, Bui. Natürlich. Ja, was ist toll. Der König wird's ja wohl nicht machen, ne? Nimmst du auch am Fest mal teil, Eivor? Ich habe schlechte Nachrichten. Der Wein für das Fest ist leider verdorben. Natürlich. Wieso sollte ich etwas anderes erwarten? Ich werde ihn vernichten lassen. Vielleicht gibt es noch Wein in meinem privaten Lager. Ich schicke jemanden, ihn zu holen. Sonst noch etwas? Das ist alles. Genieße das Fest. Ich versuche es. Okay, da, das ist, glaube ich, nicht, dass er es ist. Ich habe keine Ahnung. Eivor, konntest du herausfinden, wer die Kammer ist? Ich glaube, ja. Jedes Ratsmitglied hat mir Gründe gegeben, es zu verdächtigen. Einige mehr als andere. Und wen hast du im Verdacht? Ich würde diesen Audun nehmen. Das ist der zweite, mit dem wir gesprochen haben. Aber hier könnte es genauso sein. Die beiden sagen, die können sich das nicht leisten zu saufen. Was aber Quatsch ist, weil der Faravid, dem ist es ja egal, wenn er sich besäuft. So könnten sich das die anderen beiden auch leisten. Ich nehme den Audun, er hat gesagt, der muss nüchtern sein. Und außerdem, er hatte die Vorbereitungen mit, ne? Na gut, hier auch. Ach komm. Audun war es, der von Anfang an dieses Fest wollte. Er hat es geplant. Also hatte er auch Zugang zum Wein. Und er half der Äbtissin Ingiborg dabei, christliche Texte zu sammeln. Es stellte sich heraus, dass sie die Feuerprobe war. Ja. Ja, du hast recht. Und der Wein? Von allen Ratsmitgliedern wusste nur er, dass der Wein noch nicht da war. Als ich welchen anbot, verweigerte er sich und bestand darauf, dass er nur für die Gäste wäre. Aus diesen Gründen glaube ich, dass Audun die Kammer ist. Ah, okay. Brüder, Schwester, liebe Freunde, seid willkommen. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unsere Ehrengäste vorstellen. Einige von Jovoviks meist verehrten Persönlichkeiten geben sich die Ehre. Männer und Frauen, die die Stadt in diesen rauen Zeiten am Laufen gehalten haben. Daher freue ich mich, dass wir heute nicht nur Jul ehren, sondern auch die Edelinge, in deren tiefer Schuld wir anstehen. Der Wein! Audun ist die Kammer. Zu spät! Lassen wir die Gelegenheit nicht verstreichen. Nun bitte ich euch, ihre und eure Erfolge mit mir zu feiern. Trinken wir auf das, was ihr verdient und mehr. Verdammt! Und nun, betäubt und geblendet von eurer Lust nach Schwelgerei und eurem närrischen Stolz, sage ich euch, was genau eine edle Abstammung ist. Ein Todesurteil. Eine neue Weltordnung steht bevor. Leider wird sie keiner von euch erleben. Bring die Ratsmitglieder in Sicherheit. Ich übernehme Audun. Los! Beschützt den König! Audun, spar dir den Atem. Er wird dir bald ausgehen. Es gibt kein Entkommen. Die
Mein Gott. Alle weg.